So, jetzt muss ich erstmal gucken, was ist da hinten? Da ist wieder so ein Ding, wo dann das Licht durchführt. Okay. Kann ich damit? Nein, damit kann ich nicht interagieren. Ah, und da ist die Kiste. Ich muss mal gerade ein bisschen den Sound hier auf meinem Ohr runterdrehen. Es ist super laut. So, hier würde ich wieder hochkommen. Jawohl, da komme ich hoch. Okay. Aber wir haben hier eine Kiste. Ach, ich verstehe, glaube ich. Moment, dann muss ich nochmal rein. Dawn, spring mal bitte da oben hoch. Das wäre super. Dann muss ich nochmal ganz zurück. Ich kann doch einfach hier runter, ne? So, dieses Ding hier wieder anmachen. Dann haben wir da hinten Licht. Okay, Problem ist jetzt... Können wir nicht beide gleichzeitig anmachen? Dann geht das aus. Warum geht das dann aus? Ich kann mir nämlich vorstellen, dass wir da wieder das mit der Kiste machen müssen, die wir dann mit Hilfe des Scheinwerfers irgendwie transportieren müssen oder so. Komme ich da... Ah, hier komme ich rüber und jetzt bin ich hier. Wieder toll. Da könnten wir dann auch hoch. Okay, aber dafür brauchen wir die Kiste. Wie machen wir das jetzt? Können wir nicht hier einfach irgendwie die Tür aufmachen? Interagieren. Ja, toll. Nimmt sie nur... Oh Gott, ich hänge wieder fest. Boah, Hilfe. Shit, ich hänge wieder fest. Das ist natürlich blöd. Ich lasse mal eben die Kiste fallen. Was zur Hölle macht diese Kiste da? Pass mal auf. Was ist denn... Ah, nee, es geht ja nicht. Ich bin ein wenig verwirrt. So, die Kiste erstmal hier abstellen. Ah, und jetzt ist auch die Tür auf. Okay. Dann müsste das doch jetzt so funktionieren, hoffe ich. Wenn ich den... Was? Warum kann ich den... Okay, ich kann ihn nur hier bedienen. Oh, aber ich weiß nicht, ob das funktioniert. Weil wir da unten ja nicht so wirklich den Schatten sehen. Ich weiß jetzt nicht, ob mein Plan aufgeht. Also ich habe das Gleiche vor, was ich gerade auch gemacht habe. Das jetzt irgendwie hier nach oben befördern. Hä? Was zur Hölle macht... Was zur Hölle macht die Kiste da? Ist die weg? Ist die Kiste weg? Oh, shit. Was habe ich nur getan? Oh nein, die Kiste ist... Achso. Die Kiste ist hier. Ja, wie soll das denn sonst funktionieren? Das muss ja schon so irgendwie gehen. Wenn ich die jetzt da unten hinlege. So, Kiste bleibt hier. Ich gehe wieder hier hin. Na komm schon, du sollst bitte interagieren. Keine Ahnung, was sie da macht. Sieht aus, als würde sie irgendwem... Ja, das sage ich jetzt nicht. Okay, sie macht auf jeden Fall nichts mehr. Ich glaube, die Kiste liegt einfach blöd. Und noch blöder ist, dass ich sie jetzt hier nicht mehr rausbekomme. Na klasse, die rutscht jetzt runter. Sie würde die... Okay, sie ist wieder weg. Sie würde die Kiste doch hochwerfen. Pass auf, dann nochmal. So. Nur das Blöde ist, sie wirft die ja nur hoch. Und nicht irgendwie zur Seite.
So viel zum Thema, sie wirft sie nicht zur Seite, macht sie nämlich doch. Okay. Dieses Ding dreht sich immer. Was hat es damit auf sich? Ach. Ach so, jetzt kann sie hier nicht. Ah. Okay, das Ding muss ich bestimmt hier drauf richten. Dann leuchtet es hier. Und über diese Wand kann ich rüber. Kann rein theoretisch die Kiste da hinten abstellen. Den Scheinwerfer drehen. Das probiere ich direkt mal aus. Weil ich ja mittlerweile sehr gut weiß, dass ich mit Kiste in der Hand nicht springen kann. Schnell, schnell, schnell. So. Oh, nein, ich bin so doof. Ich bin so voreilig und doof. Wo sind wir denn jetzt? Wie viel muss ich nochmal machen? Hoffentlich. Ah. Ah, das ist ja nett. Gut, habe ich mir das gespart. So, dann nehmen wir den Scheinwerfer. Was? Nein. Nein, die Kiste. Oh nein. Shit, wo ist sie denn? Ah, da oben. Okay. Ich darf den Scheinwerfer dann nicht in die falsche Richtung bewegen. Dann könnte mein Plan aufgehen. So, schnell rüber. Rüber, rüber, rüber. Abstellen. Das schaffe ich nicht. Da muss ich warten. So. Das ist doch richtig, dass ich die Kiste hier oben hinbekommen muss. Ne? Nicht, dass ich da jetzt irgendwas komplett falsch mache. Dawn, bitte interagieren. Pass mal auf. Kann ich das doch einfach so machen und dann einfach von der Seite hier. Zack, die Kiste holen. Hier raus. Dann stellen wir die direkt mal hier vorne an die richtige Stelle. Und dann... Hä? Warum soll ich die denn hier fallen lassen? Ich möchte die hier fallen lassen. Und dann... Haben wir hier noch nichts, aber wir müssen ja noch den Scheinwerfer umstellen. Und zwar... Da so. Nicht? Ich dachte... Was? Wir sind doch mit dem verbunden. Ich dachte jetzt, wir müssen den da oben... Warum geht das nicht? Mist, das ist jetzt blöd. Drücke die ganze Zeit interagieren, aber irgendwie will sie das nicht so gerne wie ich. Und das ist hier auch schon wieder so zittrig gerade. Irgendwie kann ich gar nicht beschreiben, Alter, weil es immer auf meine Maus umwechselt. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Aha. Ich wollte gerade schon gucken gehen, wo dieses Ding denn ist. So, und jetzt da oben hoch. Okay. Kann sie da? Ja, ich glaube, da kann sie. Wenn ich denn mal richtig springen würde, dann wird das auch funktionieren. Ich habe RT gedrückt. Aber ich versuche es einfach nochmal, weil es so witzig ist. Jetzt hat das Rätsel so gut geklappt, ne? Und jetzt hänge ich wieder an so einem Sprung. Ich... Oh, Gott sei Dank. So, hierhin. Dahin. Bitte nicht zu weit. Und jetzt müssen wir, glaube ich, warten. Und... Ach so, durchbrechen, natürlich. Und dann durchbrechen und nach oben. Boah, nicht zu weit. Are you coming home? Was? Ach, Didi... Ich weiß jetzt nicht, ob du mich meinst, Vincenzo, deine Mutter oder Johnny. Hier ist es wieder sehr dunkel. After a few days, the princess got to wondering. Why her dad kept trying to give her away? Mhm. Das war's schon. Ah, es
sieht auch cool aus, so verschwommen, ne? Da hinten das Piratenschiff. Was ist das denn eigentlich für ein Gebäude, dieses ganz hohe? Ist das das Hotel? Ich weiß es gerade nicht. So, hier müssen wir bestimmt wieder durchbrechen und durchbrechen. Dann da drauf. Dann durchbrechen. Hui. In die Schatten bitte, liebe Dawn. So, rauf, rauf, rauf. Immer schön die Treppe rauf. Und jetzt? Oh. You think you're gonna jitterbug your way back into our lives with a lot of sweet talk? Ah, das war's schon. Oh. So. Nein! 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 Könnt ihr bitte hier nochmal euer Gespräch führen? Johnny Line. Ich glaube, ich muss mich sterben lassen. Hui! Ich hoffe, ich kann jetzt auch da wieder anfangen. Ah, sehr gut. Und Hep? Und jetzt kommt er, ne? Shit. So. Ich kann mich immer so schwer auf die Gespräche konzentrieren, wenn ich hier gerade so aktiv spiele. You're not even a real father. Was? I missed you so much. I missed you too, honey. Oh. Oh, die beiden. Oh, wie geil ist das denn? Das erinnert mich gerade irgendwie, ich weiß nicht warum, an Alice im Wunderland, beziehungsweise ja wohl eher Alice Madness Returns. Oh, erwartet uns jetzt das große Finale. Wir sind ganz oben auf dem Leuchtturm. Oh, so schöne Musik. Okay, dann richten wir das Licht jetzt auf die Bühne hier unten. Triff dich mit Didi bei der Bühne. Ich dachte gerade schon, das Spiel ist abgestürzt, weil das kurzzeitig ja gerade so ein bisschen hing. Oh, jetzt bin ich gespannt. And now, ladies and gentlemen, the amazing Vincenzo's Theater of the Unreal. I got the lights on. We'll talk about this after. Ladies and gentlemen, a physicist named Albert Einstein tells us that our universe may not be the only one. There may be infinite others, each slightly different from ours. What are dreams in our world may be reality in those. To citizens of these other worlds, we are shadows. This appears to you to be an ordinary box, but it is actually what we call a tesseract, or an octachoron. Suppose I open it, not in the three dimensions we live in, but along its fourth dimension. I can take out surprising things, things that are familiar and yet strange. But in this world of shadows, what seems familiar may be dangerous. What you don't know can hurt you. But what frightens you can also turn into something of surpassing beauty if you only understand it. Thank you. Thank you very much. Goodbye. Folge Didi hinter die Kulissen. Ich habe schon befürchtet, es wäre jetzt zu Ende.
are you up to, Johnny? You're up to something, aren't you? I tried, Kat. I really tried. Mom was right. I made a lot of promises I couldn't keep. What is with you? Without you, I'd be in the river. But it worked out, Daddy. I nearly got you hurt, kiddo. You would have saved me if I needed it. Enjoy the show. I want you to meet the little girl who turned the lights back on. You made the lighthouse work? I fixed the puppet show, too. And the pirate ship. You fixed the pirate ship? It was only a little broken. See? She's almost as smart as you. Of course, she's brave, too. What's that supposed to mean? That you're rich, famous, and afraid of a little girl. What would you have me do, Mr. Fenris? Take her on my world tour, take her to Shanghai and Istanbul and those other filthy and dangerous cities as some sort of apprentice? Is that what you came here to propose? Daddy, no! I don't know, just... Dee Dee deserves better. They both deserve better. They need you. I think they need you. Me? I'm a walking calamity. No, Daddy, we you need you. You risked your life to be with them. Johnny, what did you do? He nearly got himself killed to get you back. I wouldn't do that for anybody. But I'm just gonna keep screwing up. I can help you fix things. Would you take me back? For good? Oh, Johnny. Yay! Would you like to see my workshop? Again? Yeah. I bet you get to Shanghai on your own steam. But how? Oh, you'll figure something out. After all, you... are my daughter. How'd you do that? I thought only Dawn could do that. It's been a long time, hasn't it? Thanks for taking care of Dee Dee. Oh, wow. Meinte er damit jetzt am Ende? Danke, dass du auf Dee Dee aufgepasst hast. Hast, dass er Dawn in die Welt geschickt hat, damit sie wirklich auf Dee Dee aufpasst? Könnte jetzt natürlich sein, oder es war einfach nur so ein, ja, danke, dass sie aufgepasst hat, aber er hat eigentlich, ja, sie nicht in die Welt geschickt, aber sie war seine Assistentin, also gehe ich da schon von aus. Und Johnny will also bei der Familie bleiben, was sehr schön ist, worüber Dee Dee sich auch sehr freut. Ja, oh, das Spiel war so kurz, das ist so schade. Es hat so unglaublich viel Spaß gemacht. Richtig toll, ich hätte es jetzt gerne noch viel, viel länger gespielt. Also wenn das jetzt richtig so ein, ja, 6, 7, 8 Stunden Spiel gewesen wäre, das wäre der Hammer gewesen. Und man hätte bestimmt noch einiges da rausholen können und das Ganze irgendwie noch mit ein paar Sachen strecken können. Ja, es wäre echt cool, wenn es noch ein bisschen länger gewesen wäre. Aber auch so, oh, ich bin so begeistert von dem Spiel. Das ist einfach so schön. Die schöne Musik im Hintergrund, die schöne Grafik, die ganze Stadt, die einfach so unglaublich toll aussieht. Die Klamotten von Dawn, einfach Hammer. Also ich fand das Spiel auf jeden Fall richtig genial. Mir hat das Let's Play natürlich super viel Spaß gemacht. Auch wenn ich jetzt an einigen Stellen immer mal wieder gefailt habe. Aber ja, so ist es halt. Ich bin kein Jump and Run oder so Plattformer-Profi. Aber egal, es hat super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, echt toll. Ja, schade finde ich nur. Aber vielleicht sehe ich das auch gerade viel zu realistisch oder so, dass Dee Dee so schnell irgendwie gewechselt hat. Ich habe es ja vor ein paar Folgen dann schon mal angesprochen. Erst war es der Vater, dem sie unbedingt helfen wollte. So, Papa, Papa, komm nach Hause. Dann auf einmal, ach, Vincenzo ist mein echter Vater, mit dem möchte ich auf Tournee gehen und voll viele Sachen erleben. Und dann sagt Vincenzo, nö, ist nicht. Und dann jetzt am Ende kommt der Vater wieder nach Hause, die Familie ist vereint und Dee Dee freut sich voll, was ja auch schön ist. Aber ich weiß nicht, ich fand, das hat nicht so ganz gepasst, dass sie dann unbedingt bei Vincenzo sein wollte. Wo er doch auch so,
ja, halt so unhöflich, unfreundlich auch zu ihrem Vater war, zu Johnny, dass sie dann so gesagt hat, ach ja, ich will mit dem mitgehen und keine Ahnung. Das ist jetzt ein ganz, ganz kleiner Punkt, wo ich sagen würde, da könnte man jetzt ein bisschen, ja, ist auch ein bisschen gemeckert, ne? Ist auch Erbsenzählerei jetzt, so schlimm war es ja nicht. Auf jeden Fall war der Rest toll. Einfach schön, ja. Ich werde jetzt auch aufhören zu quatschen, damit wir noch das Ende von diesem tollen Lied hier mitbekommen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Übrigens, wenn ihr ähnliche Spiele kennt, also die vom Setting, von der Umgebung, so sind wie Contrast, dann schreibt mir die bitte, bitte in die Kommentare. Die möchte ich nämlich auf jeden Fall spielen. Also danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!